Servus. Ich möchte heute auf eine Leserfrage antworten, die mir vor ein paar Tagen gestellt wurde. Und zwar war die Frage, was ich von Verint Canaries halte und ob Anbieter oder VPN-Services, die das nicht haben, deswegen unsicherer sind. Vielleicht um ganz kurz da ein bisschen auszuholen, was Verint Canaries eigentlich darstellen. Aus den Dokumenten von Edward Snowden hat man gelernt, dass sehr viele Unternehmen in Amerika, vor allen Dingen in Amerika, dazu gezwungen werden, mit Behörden auch für Überwachung zusammenzuarbeiten. Und es gibt einen ganz prominenten Fall, der sich vor 7 Jahren in Amerika ereignet hat. Es war damals ein E-Mail-Service, der eben besonders für Privatsphäre oder Anonymität gestanden ist und seinen Nutzern das garantiert hat. Dieser kam allerdings ins Fadenkreuz der NSA und wurde über den Patriot Act, also über gesetzliche Rahmenbedingungen, dazu verpflichtet, fortan mit der NSA zusammenzuarbeiten und ihnen Daten der Nutzer zur Verfügung zu stellen oder sogar einen direkten Zugriff auf die E-Mail-Server zu ermöglichen. Der Anbieter wollte sich das nicht gefallen lassen und wollte seine Nutzer zumindest darüber informieren und bekam eine sogenannte Gag Order. Also eine Gag Order ist sozusagen ein Auftrag zum Schweigen. Diese Aufträge sind in Amerika auch sehr, sehr üblich, werden von Gerichten ausgestellt und verpflichten die Empfänger, also in dem Fall die Firmen, über Überwachungsmaßnahmen der amerikanischen Behörden Stillschweigen zu bewahren. Das heißt, sie dürfen keinerlei Informationen an die Nutzer darüber herausgeben. Das ist in Amerika so und dieser E-Mail-Anbieter, von dem ich hier gesprochen habe, der hat damals die Konsequenzen gezogen und von einem Tag auf den anderen den gesamten E-Mail-Server einfach gelöscht. Das heißt, er hatte keine Daten mehr und wollte auch damit den Nutzern nicht das Wort brechen, sondern er wollte sozusagen sie schützen und hat diese Daten gelöscht. Der Geschäftsführer selbst ist infolgedessen, weil er sich sozusagen nicht an alle Anforderungen oder an alle Aufträge des Gerichtes gehalten hat, sogar einige Tage im Gefängnis gesessen. Gut, aber daraufhin haben sich viele Online-Unternehmen überlegt, wie können wir, wenn wir nun mit der NSA oder mit anderen amerikanischen Behörden zusammenarbeiten müssen und eine Gag-Order erhalten, also einen Stillschweigeauftrag, wie können wir trotzdem unseren Nutzern darumgehend informieren, dass sich nun sozusagen etwas geändert hat und dass eventuell Zugriff von Behörden auf die Benutzerdaten erfolgt. Und sie haben sich überlegt, dass man hier eben Verint Canaries machen kann, also sozusagen Garantieerklärungen, die täglich erneuert werden oder sehr häufig erneuert werden, sagen wir mal so, denn täglich ist das schon nicht in jedem Fall so ausgeführt. Was bedeutet das? Das heißt, Sie veröffentlichen ein Dokument oder eine Webseite oder einen Artikel und in diesem Artikel sagen Sie, wir haben zum heutigen Tag keinerlei Zusammenarbeit mit irgendwelchen Behörden, das dürfen Sie an diesem Tag ja sagen und angenommen am nächsten Tag wird ein Zugriff allerdings angefordert und eine Gag-Order fliegt ins Haus sozusagen, dann würden die Unternehmen diese Garantieerklärung nicht mehr erneuern und wenn sie nicht erneuert wird, machen sie, so rechnen sie sich aus, eigentlich nichts falsch, denn sie tun ja nichts. Ja? Sie informieren die Kunden nicht aktiv darüber, sie informieren sie allerdings passiv darüber. Jetzt, Verint Canaries gibt es auf viele verschiedene Arten. Manche Unternehmen machen das täglich, manche Unternehmen machen das wöchentlich, manche machen das monatlich oder auch seltener, solche Garantieerklärungen auszustellen. Der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, wenn es so gemacht wird, wie es zum Beispiel NordVPN eine sehr lange Zeit gemacht hat, einfach eine Webseite, deren Datum einfach täglich automatisiert erneuert wurde, dann ist das natürlich wertlos. Ja, denn das Datum würde sich auch aktualisieren, wenn man nichts mehr dazu beiträgt. Viel aufwendiger und daher auch nicht mehr regelmäßig und auch nicht mehr jeden Tag möglich, ist es, wie es zum Beispiel Anbieter machen wie OVPN oder Perfect Privacy, die tatsächlich jeden Tag ein Dokument erstellen, das sie digital signieren, das heißt hier einen gewissen manuellen Aufwand auch betreiben, in dem Fall sogar 2 Geschäftsführer des Unternehmens das digital signieren,
müssen und dieses Dokument sozusagen im Web zur Verfügung stellen. Würden Sie das nicht mehr tun, würden die Nutzer erkennen können, dass sich hier etwas geändert hat, ja, dass diese Garantieerklärung eventuell nicht mehr am laufenden Stand oder aktuell ist. Und es könnte etwas bedeuten. Jetzt, ich persönlich halte sehr relativ wenig von diesen ganzen Warrant Canaries, denn erstens sind sie sehr inflationär und wie ich das Beispiel von NordVPN vorhin angebracht habe, ist, manche Unternehmen nutzen das einfach als Verkaufsargument, sagen, wir haben eine und stellen dann einen Artikel, wo sich irgendein Datum jeden Tag automatisiert erneuert. Das ist so, wie wenn ich jetzt eine Webseite mache, wo ich das aktuelle Datum darstelle und es wird sich jeden Tag automatisch anpassen. Das ist komplett sinnlos. Der nächste Grund, warum viele Warrant-Canary-Erklärungen komplett sinnlos ist, ist, weil die Nutzer dort gar nicht nachsehen. Ja? Das heißt, die beste Warrant-Canary hilft nichts, wenn man hier nicht jeden Tag reinschaut, ja? Und wenn man hier nicht jeden Tag das wahrnimmt. Ja? Und ich meine, wenn du jetzt einen Service 1, 2, 3, 4 Jahre benutzt, dann könnte so ein Service relativ viele Daten über dich gespeichert haben. Und es würde eine Stunde reichen, um all diese Daten ganz schnell abzusaugen und alle Daten über dich zu haben. Das heißt, du müsstest hier wirklich laufend hier nachsehen. Und deswegen halte ich das erstens mal für nicht praktikabel für die Nutzer. Und zweitens, wie gesagt, wenn es dann noch so automatische Lösungen sind, wie die, die ich angesprochen habe, dann sind sie auch komplett wertlos. Ja. Drum, wenn euch das wichtig ist, Warrant Canaries zu verwenden, dann schaut, achtet darauf, dass ihr einen VPN-Service verwendet, der das wirklich mit digitaler Signatur und so weiter nachvollziehbar macht. Und dann müsst ihr allerdings auch wirklich regelmäßig dort reinschauen. Ja, sonst, wie gesagt, ist es ein bisschen nutzlos. Ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass alle anderen Nutzer nachschauen werden und dann würdet ihr schon irgendwie etwas bemerken über Google und so weiter. Aber rechnet euch dann auch aus, wenn das so ist, dass innerhalb von wenigen Tagen schon sehr viel an Daten abgesaugt sein kann. Insofern, ich halte von Warrant Canaries im Grunde wegen Unpraktikabilität sehr wenig. Mir wäre es wichtiger, dass ich sozusagen den Eigentümer und vielleicht die Manager des Unternehmens namentlich kenne, vielleicht auch mal Bilder von ihnen gesehen habe oder sie gehört habe. Denn wenn du jetzt einem VPN-Anbieter vertraust, dann aber nicht weißt, wer dahinter steht, dann finde ich das viel, viel bedenklicher, als ob ein Anbieter jetzt eine Warrant Canary hat oder nicht. So, in diesem Sinne wünsche ich, hoffe ich, diese Frage habe ich damit ausreichend beantwortet. Ich bitte euch auch, lasst in den Kommentaren eure eigenen Fragen stehen. Ihr könnt mich auch kontaktieren, WhatsApp, Telegram, Webseite, Live-Chat, E-Mail, meinetwegen auch über Telefon. Ihr könnt mir Fragen stellen, ich werde euch direkt antworten und vielleicht mache ich auch mal ein Video über eine dieser Fragen, wenn sie besonders spannend ist. Alles Gute, Servus und bye bye.